Hi Leute, seid... Oh, Alter, du bist gespawnt. Junge, ich guck nur, ich seh, ich hock mich nur hin, hä? Ja, du hast umgehockt und dafür. Junge, du, ich hab dich nicht gesehen, ich hab mich die ganze Zeit umgedreht und hat über die Schippe geguckt, aber bist du von mir aufgeploppt, ey. Ja, jedenfalls Leute, seid ganz herzlich willkommen zu einer schönen weihnachtlichen Folge The Forest. Hier drin ist es nur leider nicht sehr weihnachtlich. Natürlich wieder mit dem Jannis. Hallöchen. Und Leute, wir haben es jetzt mal getraut, in die Höhle hier reinzugehen, die da neben unserem Gebiet da irgendwo ist, Leute. Und hier ist es absolut psycho drin. Ja, hier ist sogar ein Zelt, wo man schlafen kann. Also da sind wir hergekommen, Leute. Wir sind jetzt schon so viele Gänge gegangen. Und hier gab es auch schon übelste Verzweigungen und alles. Und wir haben so einen Mutanten gekillt, der da irgendwelche Babys ranzüchtet und so. Und wir haben 4 Flugpassagiere auch wieder gefunden. Und hier geht es jetzt noch weiter und das wollen wir jetzt erkunden. Jannis, lauf du mal vor, du hast die Fackel. Aber warte, ich will jetzt mal auch eine Fackel haben, Jannis. Du kannst aber erklären, was wir alles gefunden haben, zum Beispiel Dynamit. Wieso habe ich jetzt auf einmal 30 Stoff, Jannis? Keine Ahnung. So viel hatte ich eigentlich gar nicht. Wir haben doch Koffer in der Höhle gelootet. Ach ja. Das ist eigentlich übelst nice. Ja, wir haben auch Dynamit und alles gefunden. Wie bist du drüber gekommen? Gesprungen? Okay. Einfach gesprungen. Ja, Leute, das Ding ist, da unten geht's gefühlt auch weiter. Wir wissen halt nicht. Wir gehen erstmal hier weiter, würde ich sagen. Ja. Fahrzeug kann ich mal wegpacken. Vorsicht. Alter, war das wieder so ein Auslöser und? Ja, kam bei mir auch genau auf den Punkt. Ey. Ist aber auch schon psycho, dieses Wasser noch zu hören und so. Und langsam plagt mich auch der Hunger. Da vorne lang Snacks hast du die aufgesammelt bei dem Zelt? Nee, aber ich habe glaube ich noch ein paar. Ich habe noch 5, alles gut. Okay. Ich esse direkt mal einen. Und so, da trinke ich auch, ich habe noch 10, alles gut. Hey, hier geht's nicht mehr weiter. Echt, hört's hier auch? Doch, nee, hier geht's raus. Hier ist der Ausgang. Echt jetzt? Hier ist eine Spalte. Aber hier sind wir doch nicht reingekommen. Geht mal irgendwo anders raus, oder was? Ja, bestimmt ein anderer Ausgang einfach. Ja, okay, dann gehen wir ins Wasser, Jannis. Das wird krass. Aber da sieht man gar nichts, wirklich. Echt? Ja, das ist so trüb, man sieht nichts und es ist halt auch dunkel, man hat kein Licht. Denkst du, die Leuchtfackeln brennen unter Wasser vielleicht? Dafür sind noch Leuchtfackeln da. Sicher? Unter Wasser? Ja, also bei Tauchen und so, das habe ich schon in Videos gesehen. Das teste ich jetzt aus. Im E-Genug. Ja, das stimmt. Wir kriegen auch neue. Wie ist denn aus? Weiß, ich habe sie einfach geworfen. Die macht man die an? Wild. Erst anzünden ganz normal. Nee, die zündet man nicht an. Also bei mir kann ich nicht anzünden. Ach, mit Rechtsklick. Ach, Jannis. Nee, sie gehen aus. Ja, okay. Und du siehst da wirklich nichts? Man sieht absolut gar nichts. Sieht man vorher, wo man vielleicht reingehen könnte? Müssen wir gucken, aber ansonsten sieht man absolut nichts. Oder? Das ist auch nichts. Hilfe, Jannis. Hilfe. Ich muss wieder zurückkommen. Wieder zu meinem Namen. Oh mein Gott, ist das psycho, Jannis. Also da hinten sieht es so ein bisschen aus wie ein Gang. Ich versuche da mal direkt hinzutauchen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass immer nur einer taucht. Bei mir ist absolut alles dunkel und ich sehe den Namen nicht. Ich finde dich mehr raus. Hier, zu mir. Ich sehe den Namen nicht. Ey, du bist da irgendwo. Da ist der Name. Tauch. Ja, nice. Alter, denn das war so creepy. Ja, alles dunkel, alles kommt mit der Blackscreen. Das ist unmöglich. Dann geht's irgendwo weiter. Ich konnte richtig. Da war eine Druckluftflasche, Jannis. Jannis, wo ist da? Jannis, wo bist du? Ja, warte, ich komm. Hier, siehst du mein Name? Ja, ich seh dich. Jannis, geh weg von mir, ich muss raus. Mir ist auch kalt, ey, mir ist kalt. Da ist eine Druckluftflasche. Ja, da unten drin war eine Druckluftflasche. Ich muss eine Fackel anzünden, mir ist übelst kalt. Hier ist Feuer, hier brennt noch Feuer, komm zu mir. Oh, warte. Alles gut. Oh, stimmt, da hinten ist ja Feuer, das ist ja direkt hier. Ey, Jannis, da hinten geht's locker weiter. Ja, da geht's locker weiter. Warte mal, kannst du mir wieder die Druckluftflasche geben? Ey, warte, vielleicht kann man damit irgendwas machen, ja. Ja, vielleicht kann man irgendwas draus craften. Du bist ja eh der Crafting-Profi, warte. Hast du mehrere Druckerflaschen noch von der anderen Burg im Boot? Ja, ich habe entspannte 4 Stück und ich konnte die auch nicht mehr tragen, also. Ja, kannst du mir mal eine geben, bitte? Ich habe gar keine wegen dem Speicherding. Ups, vielleicht soll ich das mal kombinieren. Ich kann dir das nicht geben, by the way. Die kannst du die Druckflasche nicht aufs Tablett packen. Ach nee, die füllt das Tauchgerät auf. Wir brauchen ein Tauchgerät, Jannis. Und craften kann man die gar nicht. Nee. Das ist wie Benzin oder so. Lag daneben vielleicht ein Tauchgerät oder sowas? Nope. Jannis, ich glaube, das ist absolut dumm und wir können da noch nicht hin. Wir sollen das lieber aufs Tauchgerät warten oder so.
Wo bist du? Kommst du raus? Ja, ich komm raus. Hast du irgendwas gesehen? Nee, ich hab nur die Druckflasche auch jetzt. Mann, 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 ist das gefährlich hier. Aber, ja, wir brauchen halt ernsthaft dieses Tower-Gerät, das ist halt scheiße, das ist nicht haben. Übrigens, die Fackel in der Hand zu haben, ist echt eine gute Idee, da kann ich nämlich sehen, wo ich zurück muss. Wer ist da, was erleuchtet. Echt? Ja. Da weiß ich immer direkt, wo ich hin muss wieder. Ja, sorry. Ich hab's auch gesehen, alles gut. Denn das ist richtig gut, da kann man nämlich noch den anderen wieder den Rückweg markieren, wenn man das komplett von unter Wasser sieht, die Fackel. Okay. Willst du mal tauchen und ich mach mal einen? Ich will nochmal tauchen, ja. Okay. Alter, du bist richtig weit drinnen hinten. Ich weiß nicht, wo es zurückgeht. Oh doch, das Licht, alles gut. Ey, das ist so schlau, Jannis. Das ist so schlau. Ich tauche jetzt nochmal runter und diesmal übertreibe ich's. Okay, warte, dann stell ich mich mal hier drüber. Ah, nee, warte, es wäre besser, wenn du es übertreibst, du hast nicht so viele Sachen und so. Der Jannis hat nämlich seine Sachen leider verloren. Wegen irgendeinem Speicherproblem oder so. Leuchtet die Fackel? So, jetzt leuchtet sie, ja. Tauch mal richtig weit, immer in dieselbe Richtung. Ich habe noch eine Druckluftflasche bekommen. Warte, ich komme erst noch mal raus. Ich habe nämlich nicht durchgängig Ausdauer verbraucht. Das geht nicht mehr. Das heißt, ich bin nicht so weit gekommen. Okay, jetzt habe ich 3 Druckluftflaschen auch. Also die liegen alle dort rum irgendwie. So, Jannis, jetzt musst du richtig durchziehen. Bis hinter. Warte, ich guck mal, geht's in die andere Richtung? Geht's da lang? Nee, da geht's nicht lang. Nee, leider nicht. Und aber in die Richtung kann man safe. Ja, und wir hatten ja auch da in der Höhle unten noch ein Wasserloch gefunden. Ja, okay, wollen wir mal dahin? Naja, das war richtig tief, also da kommen wir definitiv nicht lang, glaube ich. Ja, okay, dann guck mal hier. Ich würde sagen, wenn wir das andere Wasserloch gehen machen, kommen wir eher nochmal von oben von unserem Eingang da. Das war, glaube ich, wir brauchen eh das Tauchgerät. Lass erstmal hier noch irgendwas angucken, was wir noch nicht hatten, oder? Oder ich tauchst du nochmal? Ich tauche gerade absolut weit. Hey, ich konnte hier irgendwo atmen. Denn ich konnte da gerade irgendwo atmen. Echt jetzt? Ja. An der Decke vielleicht. Irgendwo konnte ich an der Decke atmen. Ich will jetzt auch nochmal. So, Jannis, ich mach jetzt los. Ja, ich mach Fackel an. Tauche ich weit weg? Du bist stuck irgendwo, du kannst nicht tauchen. Du bist an einer Stelle nur. Ja, okay, ich war stuck, du hast recht, warte. So, warte, pass auf. Jetzt aber, ich gehe einfach ganz auf den Grund. An der Decke irgendwo könnte man tauchen, glaube ich. Luft holen, glaube ich. Bin ich immer noch stuck? Ja, du bist wieder stuck. Oh, ey, nee. An derselben Stelle. Warte. Tauch mal ein bisschen weiter rechts. Ja, jetzt tauchst du. Ich sag, wenn du dich nicht mehr weiter bewegst. Jetzt bewegst du dich nicht mehr weiter, jetzt bist du hinten an der Wand dran. Dennis, ich sehe keine Fackel. Du komm einfach zurück hier. Ach, da, leuchtet irgendwas. Ja, hier hinten. Ey, Jannis, das ist so gruselig, ne? Aber du bist halt nicht mehr weitergekommen, du warst an der Wand hinten dran. Das ist absolut gruselig, Jannis, wir hören jetzt auf damit. Okay, dann gehen wir raus. Ja, nee, lass mal gucken, was wo noch irgendwas anderes ist. Also da hinten waren keine Wege mehr, wir hatten alles abgeklappert. Sicher? Ja, ganz sicher. Lass lieber von der anderen Seite wieder reingehen und den letzten Weg, den wir noch nicht genommen hatten, wieder nehmen, oder? Denn. Ja, warte. Warte, nee, lass einfach hier durchrennen, oder? Wieder in der Höhle zurück, meinst du? Ja. Okay. Oh, mein Stock ist niedergebrannt. Egal, ich sehe es auch genug jetzt hier. Ja, momentan sieht man genug. Und da unten waren natürlich auch irgendwelche Viecher, irgendwelche Kannibalen-Leute. War auch nicht so angenehm. Ich bereite mich trotzdem schon mal eine Baby. Die haben auch immer eine entspannte Lautstärke, ne? Ja. Da wird trotzdem mal mit Fackel laufen, dass ihr nicht irgendwelche Wege noch verpasst, falls es doch noch welche gibt. Ja. Würde ich schon sagen. Ja toll, jetzt kommt natürlich hier direkt die Leiter. Aber dafür sieht man sonst dann immer nichts mehr mit der Fackel. Ja. Nur mal auf kurze Distanz.
So, dann gehen wir mal das Seil runter. So, hier war jetzt dieses Wasser, was aber nicht so tief war. Und da hinten kommt dann irgendwo noch das andere Wasser. Ben? Ja, ich komm. Siehst du da hinten auch diese roten Punkte? Welche roten Punkte? Komm mal zu mir, auf meine, hier hoch, da hinten im Gang. Ja. Sind das die Lichter? Was für Lichter? Ja, diese Totenkopf-Fackeln da, diese, hier auch hier oben links dieses Ding. Kann sein. Ey, ich sehe nichts. Bei dem habe ich Fackel auf Auge, was? Da hinten. Ich weiß nicht, ob da wieder Viecher sind, aber das Geld ist wieder da. Denn hier geht's auf jeden Fall runter, ne? Ja, und das Geld ist wieder da. Echt? Bei den ganzen Passagieren, ja. Man kann auch wieder die Armbanduhren von denen looten. Oh, die will ich haben. Gönnt mir. Ja, Leute, wir haben hier nämlich Passagiere gefunden. Guck mal, ich grill die eine. Ah, das ist schon hart Psycho. Die dachten, die machen jetzt schon Urlaub auf der Insel. Oder nee, eigentlich wollten wir ja gar nicht auf der Insel Urlaub machen, sondern irgendwo anders und sind abgestürzt, ne? Dieser Gucci-Koffer ist auch wieder da. Ich kann ja aber gar nichts mehr looten irgendwie. Vielleicht hast du es schon gelootet oder. Keine Ahnung. Und dann waren die einfach aufgehangen. Ja, probier mal. Okay, ja, ich geh jetzt runter. Funktioniert das? Ja, aber es geht so tief runter, da nichts. Ich muss wieder hoch, sonst ertrinke ich. Naja, wir brauchen definitiv ein Tauchgerät, Janis. Ja. So geht das nicht. Ich schaff's jetzt schon kaum wieder hoch und ich war ansatzweise nicht unten. Ja, okay, dann lass mal hier hinter looken. Hey, nee, wo müssen wir jetzt lang? Ja, dahinter müssen wir. Vielleicht findet man das Tauchgerät ja in dem letzten Höhlenabschnitt, den wir noch nicht gesucht haben. Den wir noch nicht durchsucht haben, meine ich. Durch eine Höhle zu rennen ist vielleicht nicht so das Schlauste normalerweise. Ah, ey, hier ist wieder Dynamit, das hole ich mir. Sehr geil. Warte, du an? Das war laut, ey. Nur hier oben ist irgendwie Dynamit in der Kiste. Und der hier, ne? Ja, in der einen. Egal. Jo. Ich kann nicht mehr tragen. Same. Ja, egal, wir können es ja immer was holen. Fünf Stück ist Maximum. Wir können es ja immer was holen, wenn wir brauchen, ne? Mhm. Es respawnt ja immer wieder zum Glück alles. Oh, jetzt sind hier die Koffer. Alle looten. Oh, ich habe auch mal wieder Medizin jetzt. So. Hier liegen Stöcke bei mir. Ja, habe ich voll. Ich auch. Stöcke sind so wichtig, ne? Ich habe jetzt 37 Stoff, Digga. Wie viel kann man eigentlich schaffen? Ich habe 39. Alter, das Wasser ist so laut bei mir. Ja, das Wasser ist bei mir auch laut. Komm, lass raus. Lass durchziehen hier. Und dann kümmern wir uns um irgendwas anderes. Wo können wir noch erkunden eigentlich? Diese einen Höhlenabschnitt, wo es am Anfang runterging, da können wir erkunden. Okay. Ah, hier waren wir auch drin. Ja, da waren unten diese Video. Nee, da war der Mutant, oder? Ja. Das war auch so ein richtiger Secret-Spot, ne? Ja. Sonst hätte man in der Höhle ja gar nicht so viel gefunden, hätte man dieses Holz nicht zerstört. Ja, aber hier kann man, bei dem Wasserdings kann man safe noch so viel mehr finden. Ja. Vielleicht ist die Tauchausrüstung ja in dem letzten Höhlenabschnitt. Oder halt die geilere Axt oder sowas. Ja. Kettensäge wäre richtig geil. Brauchen wir bestimmt aber auch Benzin oder sowas, um die zu befüllen. Ich hab Benzin. 3. Ich hab nichts. Ja, das steht auch da. Füllt die Kettensäge wieder auf. Ach ja, stimmt, die hatten wir, das haben wir schon gefunden. So war das hier. Ja, hier ist es.
Waren wir da noch nicht? Nee, hier war noch nicht. Da ist doch safe noch irgendwas, Janis. Sind da Viecher unten? Ja, einfach unter, Jala. Sicher, dass wir da nicht waren? Ja, da waren wir noch nicht. Ja, ich wusste, dass irgendein Gang noch ist, Janis. Ja. Das ist anscheinend, ja. Da hast du einen guten Orientierungssinn. So, dann essen wir ein paar Snacks. Snacks sind doch immer gut. Ab hier könnten noch wieder Monster sein. Die haben, oder hängt, glaube ich, ein Passagier, oder? Halber. Zählt er auch? Heilig Medizin denn, nimm die auch. Alter, nee, ey. Ist das ein Passagier? Ist echt gruselig. Wenn ihr doch Medizin bei mir. Guck mal, liegt ein Schädelhaufen. Oh, stimmt. Guck mal, wie viele vor allem, ey. Medizin, so, warte, da kamen wir her, ne? Ja, von da oben und hier liegt auch Louis. Was ist das? Der Gucci-Koffer. Ein paar Snacks wären mal gut. Stoff. Ey, ein neues Outfit. Du hast mir ein Kleid an. Ja, du auch. Ey, das... Geil, Alter. Ich habe jetzt schon bunte West und schwarze Jeans, weißes T-Shirt und tarnfarben Jeans und halt das jetzt habe ich. Und ich habe auch noch drei Mutantenrüstungen. Ich habe zwei und ich habe eine verbraucht und aber die Rüstung lohnt sich bisher gar nicht, ne? Aber das war's, glaube ich. Hier ist aber liegen sogar Snacks rum, denn wo? Ja, überall hier auf dem verteilt. Ja, bei mir kriege ich aber gefühlt nie welche. Ich hab 13 Snacks. Ich hab nur 2, aber lass mal rausgehen jetzt, wenn hier nichts Spannendes mehr ist. Schade, ich hab gedacht, dass hier noch was geil aus ist. Das ist safe in dem Wasser, 100%, Janis. Ja. Weil wir sind auch nicht gut genug ausgerüstet, um da hinten, um das zu finden zu sollen. Guck mal, liegt so ein Schwimmreifen. Ja, habe ich auch schon gesehen. Bin gespannt, wo die Tauchausrüstung ist. Ich auch, aber scheinbar nicht in der Höhle. Hä, man muss einfach durchtauchen, um sie zu finden überhaupt. So, dann ab wieder raus. Ich hoffe, es ist gerade Tag. Das hoffe ich auch. Ah, hier sind Stöcke. Und eine Kassette. Die habe ich doch eigentlich schon, oder? Keine Ahnung, ja. Was ist Tag denn? Die mit Megans Ankunft beschriftet ist, oder? Ja. Ja, Leute, dieses Video haben wir hier gefunden übrigens. Keine Ahnung, was das zu sagen hat. Bisher ist da ja auf jeden Fall nichts Spannendes passiert in dem Video so richtig. Janis, ich sehe nichts. Ja, draußen, wo mein Name ist. Hast du Tag schon bei dir? Ja, es ist Tag. Muss ich das nicht mega krass anfühlen? Es fühlt sich einfach noch gut an. Hallo. Oh, ich sehe es. Oh, ich will raus. Ey. Oh, wie lange habe ich kein Tageslicht mehr gesehen? Irgendwie habe ich gar keinen Bock, jetzt weiter an unser Ding weiter zu arbeiten. Ich habe einfach Bock zu erkunden. Ich auch, lass irgendwo erkunden. Und weitere Höhlen zu looten. Guck mal, waren wir da hinten bei dem Gegnerlager schon, was wir auf der anderen Seite immer gesehen haben? Keine Ahnung. Kann man hier eigentlich rein? Nee, kann man nicht. Aber Leute, nur fürs Protokoll, wir haben hier so ein bisschen weitergearbeitet, ein paar Fallen aufgestellt und so bei unserer Base. Kennt man die Seilbahn schon? Keine Ahnung, auf jeden Fall sieht die Base jetzt absolut nice aus. Hier werden wir auch den Wald bis zum Flugzeug abgeholzt. Das erinnert mich an die ganzen Seile in Höhlen, Alter. So, hier ist jedenfalls die Plattform, die wir angefangen haben. Mit über 200 Holz brauchen wir. Und hier hat der Janis irgendwas gepflanzt. Hier ist noch unser Lager. Ja, aber alles ziemlich leer. Oh, Siffeln. Der Schlurfsound, ey. Dann lass mal was zu essen machen, erstmal, bevor wir weiter erkunden. Denn ich habe das Stocklager mal vollgebaut. Ich hatte schon wieder eine Verdorbenes Fleisch. Oh, nice.
Ein Stock wird machen jetzt. Perfekt. Ey, ich hatte nur 15 Knochen. Ich habe meine alle reingepackt auch. Man kann nur so wenig haben wahrscheinlich. Ja, wir haben auch jetzt richtig viele Pfeile. Und Leute, Jannis hat rausgefunden, wie man den Bogen craftet. Er hat wirklich alles aus dem Kopf einfach gecraftet, so vom Gefühl her. Und er hat es gut hinbekommen. Und der ist wirklich sehr stark. Man one-hittet die meisten, also diese Standardkreaturen, one-hittet man mit dem Bogen. Und ja, da muss man halt den Pfeil kann man halt sogar wiederholen. Auch wenn der in dem anderen drin steckt. Das heißt, der nächste kriegt einfach einen verbluteten Pfeil in seinen Körper und stirbt dann noch schneller. Macht das Sinn, oder? Würde ich schon sagen. Und der Jans hat auch noch eine Zwille gecraftet. Die ist auch geil. Das Problem ist nur, wenn man die einmal gespannt hat, ist der Stein weg und man kann nicht mehr entspannen. Ah, da unten ist der Stein. Ich habe ihn gefunden. Nice. Haben wir wieder 10 Steine. Beim Hauptsache, man kann irgendwie Skelettschädel mit dem 3 Riesensteine, aber nur 10 kleine Steine, ey. Das regt mich schon leicht auf. Jannis, wo bist du? Ich bin bei unserem Holz, das wir abgeholzt haben. Ich suche gerade das Rezept. Lass mal dahinter gehen, wo der nee, da waren wir eigentlich. Wir waren eigentlich überall schon, Jannis. Ja, ich suche gerade das Rezept für, wie man ein Seil craft. Wir haben noch irgendwie rausgefunden, wie man ein Seil macht, oder? Ja. Aus dem Stoff habe ich vergessen, wie das gecraftet wird. Ein Seil craften auch. Ja, man konnte doch irgendwie ein Seil craften. Keine Ahnung. Find's raus. 7. Ja, ich hab's rausgefunden. Wie? 7 Stoff. 7 Stoff, das ist absolut Verschwendung, Alter. Ja. Wir müssen echt Seile sammeln eigentlich wieder, ne? Beim Boot und so. Ja. Wofür willst du das eigentlich gerade? Für den Bogen. Ich hab keinen mehr. Oh, ja, aber lass mal ein bisschen erkunden dann. Und wir brauchen Essen, Jannis. Jo. Ja, ich verbrauche erstmal meine Stöcke, ey. Oh ja. Ich hole mir erstmal wieder neue Stöcke. Du kannst in ein paar Fallen investieren. Die Fallen, da haben wir genug, die noch fertig gemacht werden müssen. Okay. Ich find's immer lustig, dass man hier noch gar nicht drauf treten kann, wenn es noch nicht fertig gebaut ist. Die ist mittlerweile auch... Oh ne, die ist auch noch nicht fertig. Gut. So, noch 2 Stöcke, dann ist die hier auch fertig, Jannis. Okay. Len, könntest du dich mal bitte noch um ein paar Schildkröten essen, Fleisch kümmern? Okay, sind die immer bei den Containern, ne? Ja, das spawnen die meistens. Und wenn da keine spawnen, guck mal in die Container rein. Manchmal spawnen die auch in den Containern. Soll ich kommen? Ja, komm her. Okay. Sind eigentlich auch nur 2. Einer ist schon down, lol. Und jetzt sind es gediegene 6 oder so. Kannst du sie in Fallen reinlocken? Ja, perfekt. Er hält halt einfach 3 Pfeile aus. Ich bin so gut wie knocked. Ich bin auf dem Weg, aber ich habe keine Ausdauer mehr. Ich bin knocked. Perfekt. Ich komme. Ja, die sind auch so stark, ne? Also eigentlich alleine hätte man gar keine Chance. Aber vielleicht spawnen da noch weniger. Ja. Komm her. Ja, ich komme. Der Speer ist halt Ultra OP, der stärkere. Ja, das stimmt. Den habe ich ja auch jetzt, dank dir. Den hast du ja auch gecraftet, stimmt. Sind hier irgendwo meine Pfeile? Stecken die in den, die will ich haben, Jannis. Der hat 3 Pfeile von mir geschluckt, das ist ja echt eine Frechheit. Wo ist der? Apropos Pfeile. Ich sollte mal wieder welche einlagern. Die haben ja nämlich auch ein Pfeillager. Ey, natürlich, Digga. Ich gehe hin und werde instant getötet, Jannis. Ist gewittert. Alter, ist gewittert. Mann, diese Viecher nerven so hart.
ist, dass das Feuer jetzt auch ausgeht. Ja. Mann, Janis, ich hab Hunger. Ich resette mal die ganzen Fallen. Verstöcke? Ja. Ja, also mach Vorsicht, das. Vorsicht, wenn du läufst. Hier ist noch ready. Hier ist noch ein Vieh. Würdest du es? Ja. Ey, ich hab manchmal so komische Rückler zwischendurch. Ich sehe euch hinten kämpfen. Jetzt ja, jetzt rennt's weg, ey, wirklich. So ein Schisser, Mann. Ob da dann die ganze Zeit rennen. Ah! Oh, ich hab einen Stein geschossen, Alter. Oh nein. Ey. Oh nein, ich bin schon wieder grau. Guck mal, man hat nur mit Kämpfen zu tun, ne? Janis, Achtung, da springt einer. Okay, der rennt absolut weg, Janis. Mann, der holt bestimmt wieder seine Kollegas. Okay, dann, oh, das ist ein Regenbogen. Oh lol, es gibt einen Regenbogen in dem Game. Scheinbar. So, ich hol mal ein paar Schildkröten. Ja, mach das, ich brauche auch welche. Ja. Hol gleich 4 Stück oder so. Mein ganzes Fleisch ist verdorrt. Meins auch. Ja, perfekt, das ist dein verdorbenes Fleisch. Was du gerade abgelegt hast, muss ich jetzt hier aufsammeln, Alter. Warum? Musst du nicht aufsammeln? Ja, ich wusste ja nicht, dass es dein verdorbenes Drecksfleisch ist. Hast du es auch bekommen? Nee. Geil. Ich habe jetzt 2 frisches Fleisch. Ich auch. Ja, ist doch nice. Das ist doch geil, oder? Ja. Aber lass mal noch einen Vorrat suchen. Ja, ich habe gerade noch eine getötet, habe ich 4. Na, ist jetzt auch mit looten sollen gleichzeitig. Und wir sollten vielleicht mal noch einen Trinkspender aufstellen, wobei die eigentlich reichen mittlerweile, aber... Ja. Weil über Zeit verdotzt, also dann ist ja auch bei beiden weg, also bei allen 4 so oder so, also ist eigentlich egal. Ja. Und wir brauchen unbedingt so eine Trophäenwand oder so. Ja. Mit den ganzen Tieren. Hier ist noch eine Schildkröte im Container hier in der Ecke, siehst du die? Echt, ist da eine Schildkröte? Ja, lol. Was macht die da, ey? Hier, du kannst sie looten. Okay. Der ist einfach nach draußen gepackt, der Schildkrötenpanzer. Ja, lass mal zum Feuer gehen, Essen machen und dann durchziehen. Aber es gibt eigentlich hier nicht so richtig was zum Erkunden noch, Janis, gerade. Doch, es gibt noch genug zum Erkunden. Das Spiel dauert halt sehr ewig, muss man schon sagen. Da hinten gehen wir jetzt nächstes hin, da zu diesem Monsterlager. Oh nice, Steine. Ich habe jetzt Steine. 9 Stück. Bei mir chillt ein Vogel. Bei mir chillen 3 Typen. 3 Typen? Cool, wir haben neue Gäste. Janis, mach gefälligst die Tür zu, wenn du rausgehst. Ja, es liegt vielleicht ein Feuer. So ist das.
Wir müssen es beide schnell essen und dann schnell flüchten. Mach die Tür zu, wenn du reinkommst. Oh. Ja, wir gehen jetzt wieder raus. Mach du die Tür zu, wenn du rausgehst. Ey, ich bin schon von einem satt. Einfach das Geld immer verbrennen, ist so geil, ey. Ich bin gerade am Sterben. Cool. Ich bin knocked. Wie zum Geier bist du knocked? Das sind 4 oder 5 Typen. Ich hab gar keinen gesehen. Doch, da ist einer. Hä? Der hat so eine Lampe. Ja, das ist so einer der bisschen krasseren. Ah, ich bin schon wieder voll. Der Grau ist ultra OP, wenn der Ultra die Nachtsicht hat. Eigentlich ist das voll nice mit der Lampe. Sind die noch da? Der Typ mit der Lampe lebt noch. Wo? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich glaube, er ist geflüchtet. Nee, jetzt ist er da. Nee, ist jemand anderes. Denn ich bin tot. Bin noch. Ich bin wurde gefressen. Ach, ja. Nee, ich hab dich safe getroffen. Junge. Ach nee, Janis. Ich hab dich safe noch gehittet. Nachdem ich dem gehittet hab. Naja, ich nehme mal die Leiche mit und wir machen wieder ein paar Knochen, Janis. Können wir schlafen? Sorry for töting. Können wir schlafen? Warte, hier ist eine Falle. Ja, können wir sicherlich, oder? Obwohl. Dann lass uns doch schnell schlafen, bitte. Damit Tag ist wieder los zum Erkunden können. Ja. Können wir schlafen? Ja. Okay, wir. dann hol ich schnell meinen Stuff und komm dann ins Lager. Und dann geht's los, oder was? Ich hab noch 8 Soda, ey. 2 Snacks. Da macht ein Typ an unser Haus rum. Das klingt ein bisschen pervers, aber ja. Ey, der hat unsere Tür eingehauen. Oder? Ah ne, du hast die aufgemacht. Hä? Wer, wie? Ich seh nichts. Nee, der Typ, der macht mit seiner Lampe ja Pressure. Ich hab ihn abgestochen. Gut. Hoch. Boah, dieser laute Sound, ey. Schlafen. Ab in die Haia. So, schnell noch Knochen einlagern. Wenn du zu lange brauchst, dann ist dann wieder Tag. Nicht früh ist. Es ist eh schon wieder Tag. Wir haben schon länger Nacht jetzt. Obwohl, Leute, wir hatten. Ja, geht noch. Mm. Der Magen ist wieder leer. Meiner auch. Leg noch mal ein Fleisch für mich drauf. Erstmal was trinken. Was ich soll drauflegen oder du? Ich habe eins draufgelegt schon. Ja, ich leg auch eins für mich drauf. Aber ich lasse mir sie dann ein bisschen länger liegen, damit wieder das perfekte. Das perfekte Garverhalten da ist. Garverhalten. Ey, bleib stehen, Vogel. Ja, flieg halt durch die Mauer durch, Digga. Bist dick, Vogel. Ist deins schon fertig? Ja, aber ich esse es noch nicht. Jetzt esse ich's. Du weißt gar nicht, welches deins ist, oder? Nee. Hallo, warum kann ich das nicht essen? Jetzt. Ich bin voll, geil. Ich auch. Komm, los geht's, schnell. Was? Keine Zeit verlieren. Ey, ich hab alles voll gerade, das ist so geil. Ich auch. Einfach nur intensiv. So ein Gefühl hat man nie. Denkst du, man kann so eine Angel bauen oder so? Ah, weiß nicht. Es gibt ja auf jeden Fall verschiedenste Fische und alles. Was machst du da? Jetzt komm. Wieso kann ich jetzt auf einmal wieder Steine mitnehmen? Ja, okay, es geht nur 5. Len,
Ja. Ich glaube, man kann sich eine Angel bauen. Wie? Also, wenn ich zwei Stöcke miteinander kombiniere, ist ja schon ein Kombinierding fertig. Aber noch nicht kombinieren. Wenn ich da noch Stoff hinzufüge, geht das Kombinieren weiter praktisch. Und ich glaube, wenn man genug Stoff hinzufügt, wird eine Angel draus. Und wenn man ein oder zwei Seile hinzufügt, wird auch eine Angel draus. Hast du Seile? Ich habe keine Seile, deswegen kann ich es nicht austesten. Ich habe auch keine Seile. Hier in dem Lager gab es auch Seile, da rennen übrigens auch Typen rum. Aber hier in dem Lager gab es auch, glaube ich, Seile, oder? Keine Ahnung, ich glaube nicht, oder? Hab's hier eventuell. Auf jeden Fall krasses Feuer. Oh, man kann ihn zerteilen. Janis, wo bist du? Ich bin hier hinten bei meinem Namen. Bei dem Namen? Ich bin auch bei meinem Namen. Ja, das ist eine gute Angabe. Und hier sind Zelte. Ja. Aber es liegt nirgendwo was drin oder so. Ja. Dann weiter geht's, würde ich sagen. Das Schlafding ist ja schon wieder halb voll. Ja, ist geil. Hier ist ja ein übelster See, ey, stimmt. Weil wir hier an den Ufer jetzt lang die ganze Zeit? Ja, ich würde schon sagen. Okay. Am Stein immer nach Höhleneingängen gucken. Ja. Aber ich glaube, hier ist keiner. Muss ich mal waschen, ich bin Blut überströmt. Oh, ich auch. Das ist eigentlich dumm, weil da verliert man Energie nach und nach. So, jetzt ist er wieder voll. Was? Das Springen sieht so lustig aus. Spring mal. weil man im Sprung die Richtung so komplett lenken kann. Ja, Lenko, warte, ich lenk mal richtig in der Luft, guck mal. Lol. Oh, hier ist eine Quelle. Echt? Also Wasser halt. Wäre nice, wenn man das trinken könnte, ne? Mal gucken, vielleicht kann man's ja. Bei einer Quelle, aber hier geht's noch weiter, glaube ich. Hier oben ist noch mehr Wasser. Hier kann man doch bestimmt trinken, oder? Ach, ist das schön, im Wasser mal was zu sehen. Stimmst du mir doch zu? Ja, das ist sehr schön. Hier drüben ist auch ein Wasser mit Koffern im Wasser. In diesen Koffer im Wasser drin. Ich schieb den mal raus. Geht das? Ja. Ringelblume gesammelt. Im Wasser war eine Ringelblume, Janis. Oh, man kann ja trinken. Ich teste mal, ob es sauber ist. Nein, das ist safe nicht sauber. Oder? Nein, ist es nicht. Da müsste es schon... Ich versuche gerade die Koffer rauszuschieben. Aber da ist auch nur normaler Stuff drin. Echt? Ja. Ich habe ein bisschen Klebeband bekommen und so, aber nichts Besonderes. Hast du es rausgeschoben auch? Da sind drei Mutanten. Wo? Wo? Hier oben. Ja, drei... verschiedene Mutanten. Alle drei, die wir bisher gesehen haben, glaube. Ja. Ja, entspannt. Halt dich am besten einfach zurück, oder? Weit weg. Bevor die uns krass sehen. Am besten wäre es, wenn wir einen weglocken könnten. Ah, jetzt. Am besten wäre es, wenn wir die einfach nur lassen. Hinter uns sind auch Viecher. Oh, dann machen wir ja komplett auf uns aufmerksam, ey. Ja, lass sie umbringen erstmal schnell. Er gibt mir einen Hit und ich fall zu Boden. Super. Janis, ich hatte full life. Manchmal frage ich mich auch. Was
sind, glaube ich, welche von diesen krassen. Ich hab dich revived. Stimmt, oh, deswegen war ich instant da. Und ich bin wieder knocked. Ich hab dich revived und hatte so. Ja, aber ich. Ey, der hat sein Mate totgeschlagen. Echt? Ja. Die Mutanten und die Viecher mögen sich ja, glaube ich, auch nicht. Die, guck mal, die laufen da lang. Wollen wir hier außen rumgehen? Hier unten am. Ja. Hier unten am Wasser ist das Lager und da liegen tote Haie. Boah, irgendwie. Dann hilf mir bitte. Ich hit nur den Stein, ey. Ist mit dem Stock, mit dem krassen Stock abwerfen ist auch okay. Ja, aber ich will den nicht schon wieder verlieren, Janis. Ich habe traumatische Erinnerungen. Achtung! Ja. Die Mutanten kommen auch runter, dann weil ich. Ey, die Mutanten sind absolut krass, Mann. Denn flüchte, die Mutanten sind direkt hinter dir. Ich geh einfach weg, ich hab keinen Bock auf die Mutanten oder auf irgendwie. Ey, die Mutanten sind so krank, ne? Drei Mutanten auf einem Haufen, was soll das? Hier, guck mal, an den Füßen liegen einfach Schädelhaufen wiederum. Achtung, Gegner kommt. Er hat mich fast knockt. Hier, die Mutanten laufen einfach Patrouille, die kommen jetzt zu uns runter hier. Ja, lass weiterziehen, schnell. Ich glaube, die fressen halt alles, was essbar ist, ne? Ja. Gegner ist bei mir. Ja, ich sehe es, ich komme angerannt. Ey, der hat sich weggerollt vor mir. Junge. Wie OP. Hab ihn mit dem Pfeilbogen. Ja. Ist tot. Hast du die Pfeile wieder? Ja, hab alle eingesammelt. Aber bei den Hütten hier ist gar nichts. Ja, außer viele Hütten. Ja. Da ist mir ein Tisch gerade. Der hat gerade einen Tisch geschwebt bei mir. Oh, das, die Lichtverhältnisse hier drin sehen so nice aus. Wo bist du? In der Hütte. Bist oben drin? Ja. Da geht's auch rein? Scheinbar. Alter, das sieht ultra geil aus. Aber da ist ja nichts. Ja, das dachte ich mir auch. So, lass mal weiter hier abchecken. Hier sind noch mehr Hütten. Hm. Aber das Traveln dauert auch lange. Ja. Mutanten sehe ich mittlerweile nicht mehr. Oh, hier war ein Laptop. Ah, hier war einfach ein Laptop, ne? Der gibt Elektroschrott. Ja. Ja, nee, Leiterplatten, oder? Und Benzinkanister liegt bei mir rum. Wo? Wo? Ja, der lag hier bei mir rum. Bei mir, hier, hinten, hinter dir. Warte, ich habe mir noch kurz einen Vogel geholt. So, mein Fleisch ist jetzt immer noch frisch, das Neue ist. Digga, dieser Haikopf immer, ey. Hier oben backt irgendwas rum in der Hütte. Hier oben ist auf jeden Fall auch irgendwas drin. Was ist das? Was? Haarspray. Haarspray? Mit Feuerzeug verwenden. Len. Wo liegt denn das? Boah, einfach ein Flammenwerfer. Zeig mal. Hier in dem Koffer. Ja, zeig mal an. Ey, geil. Janis, das erweckt Erinnerungen. Ja. Hier liegt doch ein Haikopf. Ja, den habe ich da hochgetan. Ach so. Ja, in dem Koffer ist das. Junge, das Haarspray ist ja so nice. Kann man das dann endlich lang benutzen, ne? Warte, ich guck mal. Ja, scheinbar. Also mir steht kein Level, wie leer es ist. Wo ist das? Ah, da links. Ja, Digga, das. Muss ankommen, Beilung. Ich hab sie gehört. Ja, da hinten kommen sie, sind da dran, denn rennen. Flucht. Hier ist noch Koffer, aber nur normale Koffer. Alter. Guck mal, ob hier auch noch irgendwas drin ist. Nee, nichts drin. Das mit dem Haarspray finde ich jetzt absolut lit. Mach du mal Haarspray. Warte. Feuerzeug kann man halt einfach immer rausholen und dann benutzen, ne? Mhm.
Alter. Sieht geil aus. Ich räucher dich jetzt. Nein, geh weg. Okay, komm, lass weiterziehen. Lass hier oben lang, ja. Okay, also das Haarspray war echt ein richtiger Segen. Vielleicht kann man irgendwas krass gegen die Mutanten oder gegen die normalen Typen halt machen. Weil das Haarspray könnte schon stark sein, ja. Feuer war schon immer effektiv, ja. Allgemein, es muss doch auch krasse, stärkere Waffen geben als die Axt. Im Grunde haben wir ja immer noch die Anfangsausrüstung, außer halt den Speer. Ja, der ist schon geil, aber... Und der Bogen ist auch nice. So, krass. Und den Bogen kann man ja nochmal irgendwie aufwerten. Ja. Weißt du eigentlich mit was? Ich habe schon ein paar Sachen, die dazu müssen. Zum Beispiel einmal Isolierband. Digga, du bist echt der Craftmeister bei uns. Ja. Einmal Isolierband muss dazu, ja. Aber was anderes habe ich noch nicht gefunden. Ein Pfeil. Ja, mit Isolierband so viel muss da gar nicht mehr. Aber es wäre echt geil, wenn wir einen krassen Bogen hätten, ne? Vielleicht noch einen Knochen dazu, dann ist es irgendwie so ein Knochenbogen. Ein Knochenbogen? Ja. Ja. Alter, da ist ein kompletter Hang, guck mal. Kommen wir da mal hin? Ich glaube, da ist die Map vorbei, oder? Ja, ich denke. Locker. Oh, ist dieser Schneegebiet wird kalt. Fackel? Ja, ich mach meine. Ja, ich habe genug Stoff. 43. Also, wenn das mal nicht reicht, du, dann weiß ich auch nicht. Ich bin blutüberströmt, ich geh nochmal ins Wasser. Okay. Du nicht? Nee, ich bin nicht blutüberströmt. Kann ich da überhaupt wieder hoch? Ja, ich hoffe es mal. Ja, da geht's ja wieder hoch. Weil da geht nämlich nach und nach die Ausdauer komplett weg. Und dann krieg ich auch, denke ich, irgendwann Schaden. Ja, das dauert. Ich glaube, meistens geht's dann sogar... Jawohl. Keine Ahnung. Schneegebiet, ey. So, mein Fleisch ist noch frisch. Jan, jetzt mach mal... Lass mal ein Feuer machen. Hast du Stöcke? Ich habe 4. Ja, die reichen doch, oder? Ja, aber dann lass sie oben im Schneegebiet machen, dann haben wir direkt noch eine Wärmequelle. Ja, wir müssen ja dann eh weiter, lol. Ja. Soll ich auch noch mein Fleisch machen? Ich mach auch mein Fleisch. Ich mach die ganze Zeit das Feuer stärker. Hast du den Fleisch auch draufgelegt? Ja. Okay. Digga, von einem Fleisch wird man immer satt, wenn man es richtig macht, ne? Ja. Das Ding ist mit dem... Oh, ich find's auch so nice, wie das Inventar gemacht ist, dass man halt alles auf so einer Decke ausbreitet, auf so einer Plane. Und im Schneegebiet ist ja auch wirklich Schnee drumrum und so. Ja, das ist geil. Und in der Nacht ist, glaube ich, sogar dunkel auch und so. Oh, ist schon essbar. Ich warte aber noch. Hast du denn jetzt gegessen? Nee, noch nicht. Soll ich? Ja, mach. Was jetzt? Ja, ich bin voll. Ich auch. Denn? Ja. Mach's uns mal ein bisschen wärmer. Hoch. Schön warm, Janis. Das ja, war ein absoluter Dulli-Moment. Ja, ich dachte, da wird das Feuer vielleicht ein bisschen krasser oder so. Ja, als ob man das da einfach wegrotzen kann, das Feuer. Wohin? Ich habe immer so kurze Ruckler, das nervt. Die sind Pilze. Und wieder. Der, die will ich nicht essen. Janis. Es gibt nur ein was, wie ich sie essen würde. Schön kross. Digga, du... Ah! Ah, ey, lass das wirklich mal einen Typen ausprobieren dann. Ich esse den Pilz jetzt. Ah, ich krieg Schaden. Ey, der Pilz hat mich nicht umgebracht. Der hat mir sogar Hunger gegeben. Den Pilz kann man essen denn. Echt? Ja. Ja, bestimmt weil es meiner war, weil ich den gebraten habe, oder? Keine Ahnung, kann sein. Könnte halt echt sogar sein. Vielleicht auch nicht, aber wer weiß. Aber hier waren wir halt überall schon, Janis, ne? Waren wir in dem Schneegebiet schon in dem Bereich? In dem Bereich ja nicht, aber eigentlich ist es hier einfach nur kahl, oder? Keine Ahnung, ich brauche mal einen normalen Pilz. Ne, der bringt mich auch nicht um, die kann man essen. Schade, ich dachte, das war wegen mir. Wegen meinem krassen Move. Ey, warte, wird einem dadurch eigentlich warm? Was, durch die Pilze? Nein, meine Spraydose ist weg.
Janis? Ist leer. Ja, safe. Schade. Okay, die kann leer gehen, Janis. Okay, das ist mies. Hab Fleisch. Oh, schade, wenn wir die hätten dauerhaft benutzen können, wäre es echt nice, aber egal. Aber hier ist echt ganz schön kahl, einfach nur, meiner Meinung nach. Man kann auch irgendwas mit Federn craften. Mit Federn? Lol. Mit Federn, einem Dingsstock. Ah, nicht nur. Den Stock, den man für die Fackel verwendet, mit dem Platz. Diese Steine. Dynamit. Hier ist ein See. Janis, komm mal mit, wo steckst du denn? Wo bist du? Wo bist du? Da hinten. Alter, du bist ja komplett weit weg. Ja, wir laufen weiter, dachte ich. Ja, es wird Nacht. Echt jetzt? Oh nein. Och nee. Ey, komm mit, du kannst hier gleich die Leuchtpistole holen. Stimmt, die brauche ich auch wieder. Oh mein Gott, da sind Typen zwischen dir und mir. Len, hilf mir. Die wollen mich. Komm jetzt her. Du kriegst das schon hin. Das sind 5 Stück. Oh, du kriegst das nicht hin. Zieh einfach durch direkt. Oh nein, jetzt brüllen die mich voll. Hilfe! Ich brenne euch an, ihr Fotzen. Entschuldigung, die Minute kannst du dir merken. Nein. Definitiv nein. Wollen wir die umbringen oder wollen wir flüchten? Ja, über das Wasser können die safe nicht wegrennen. Wasser. Ja. Rennen übers Wasser, rennen! Ey, der eine kommt ins Wasser, Jan. Der eine geht ins Wasser. Hilfe. Oh ne, er geht wieder raus. Die können nicht schwimmen, oder? Ich bin tot. Wo bist du? Ich bin fast tot. Komm ins Wasser, hä? Erfriert man nicht im Wasser? Ja, doch, aber, Mann, Digga, ich muss mal tauchen, das geht schneller. Dann kommt zu mir hinter. Oh nein, der Typ kommt. Hier ist ein Schneehase. Oh, Len. Ja. Komm mal her. Hier ist was für Dynamit. Zum Aufsprengen. Lass probieren, oder? Wollen wir es mit den Typen umfetzen? Ja, vor allem den großen da, der regt mich auf. Probier mal Spray aus. Oh, gute Idee. Warte. Warte. Warte, ich hab den erstmal angezündet. Komm mal her hier! Ja, du kannst sie einfach alle mal kurz anzünden. Nicht übertreiben, Janis, nur mal ganz kurz immer. Das ist richtig geil. Jetzt stehen die alle da und verbrennen, oder was? Naja, dann halt ich ewig, aber... Ich erfriere und... Ich bin low. Ich bin tot, Len. Bitte mich nicht anhätten oder sowas, damit ich sterbe, sondern... Das ist scheiße, ich erfriere und bin tot, Len. Ich muss mich schleunigst driven, sonst sterbe ich an Erfrierungstod. Echt jetzt? Ja. Wir bewachen dich aber. Das ist... Ich hab den Fuß... Hab dich revived. Ey, die töten mich direkt wieder. Digga, die spawntrappen dich übelst. Ist echt so, Mann. Jetzt erfriere ich schon wieder. Hä? Das war falsch. Mann, ich will nicht neu starten. Ja, Digga, ich. Janis, wir können nicht. Ich muss weg. Bist du knocked? Nee, aber fast. Kriegst du einfach Medizin oder so. Hab niedrige Gesundheit und am Erfrieren. Das ist keine gute Kombo. Digga, die bewachen dich, ne? Jetzt noch no joke. Mann, wenn du jetzt noch ein Deo hättest, wäre so schön. Ich will mit dem Bogen rein oder sowas, wenn es geht. Ja, das bringt nichts, die sind zu fünft.
Ich revive dich, ich revive dich. Hab dich revived. Flucht! Flucht! Ey, ich hab sie noch angezündet, Janis. Jetzt rennen. Ey, so schön. So gut, aber wir dürfen nicht zu weit weg. Es ist so dunkel. Lass einfach irgendwo hin. Komm mit, komm hierher, Janis. Hatten die nicht irgendwie Angst vor dem Bogen? Ja, wenn man den spannt, aber ich weiß nicht, ob das bei den Krassen funktioniert. Lass lieber einfach flüchten. Also die Position müssen wir uns auf jeden Fall merken, dass nicht zu weit weg. Diesen, die rennen sich mal hinterher, dass wir warten, wollen wir ein Lagerfeuer aufstellen und irgendwie... Ja, lass ein bisschen weiter nach. Wollen wir ein Mini-Lager machen und pennen? Wir können doch wieder pennen. Ja. Ja, aber hier im Schneegebiet ist halt wirklich nichts Geiles. Ey, ich bin aus dem Schneegebiet raus. Dann lass ein Mini-Lager machen, fäll schon mal zwei Bäume oder so. Obwohl wir eigentlich komplett woanders sind, oder? Len, ich baue jetzt ein Holzlager, ein Lager zum Pennen. So ein einfaches. Len? Ja. Ey, das sind Ach, Rehe. Ja, ich weiß, es sind überall Rehe, aber komm mal her und baue bitte dieses Lager zu Ende. Ich hab's ermordet. Geil. Bei mir ist noch ein Reh, nicht bewegen. Eine Reh-Trophäe. Was brauchst du fürs Lager? Stöcke? Stöcke und Blätter. Blätter, Digga. Blätter hast du doch wohl, oder? Nee. Die hast du ja auch verloren, ne? Ja. Ja, warte, ich hab 100 Stück. Alter, man braucht gleich 26 auf einmal. War das das billigste, Janis? Ja, das ist das billigste. Sicher? Bis andere brauchen wir Baumstämme. Ich habe keine Stöcke. Aber man, Digga, Blätter, es sind so... Ja, egal, Blätter brauchen wir sonst eh nichts, gefühlt. Brauchen Stöcke. Aber hier in dem Schnee ist auf jeden Fall nichts mehr so richtig. Ich will da unten in die Höhle rein oder was dann immer freispringt. Oh, stimmt. Ja, okay, Leute. Auf jeden Fall hoffe ich dann mal, euch hat die Folge gefallen. Der Ernst jumpt hier richtig wild rum. Ja, war mal wieder eine sehr lange Folge, aber ich finde es bei The Forest irgendwie angenehm, wenn die Folgen so lang sind. Also, da habe ich auch keinen Bock, viel zu schneiden bei The Forest jetzt. Ich finde, das ist irgendwie chilligere Atmosphäre. Ja, Leute, auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut und ciao, Leute.